Die Grundfarbe ist bei Rosco sehr wichtig, weil die Grundfarbe entscheidet, welche Farbfelder noch dazukommen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wofür sich die Teilnehmer entscheiden werden. Sie wissen noch gar nichts, was auf sie zukommt, welche Farben auf sie zukommen. Das entscheidet sich im Moment, obwohl das alles sehr konstruiert ist, trotzdem haben wir Freiheit, in dem Moment zu entscheiden. Aber wenn wir entschieden haben, dann ist es Schluss. Da können wir nichts mehr ändern. Also, Rosco. Rosco polarisiert, tatsächlich hat das jemand gesagt hier. Letztendlich ist der Rosco Selbstmörder. Er hat sich umgebracht. Bei Van Gogh weiß man nicht, war das Mord, war das nicht Mord, aber bei Rothko weiß man, er hat sich umgebracht. Und das sieht man bei seiner Entwicklung in den letzten Bildern, dass es dann doch diese Richtung nimmt vielleicht. Also wer ist Rothko? Rothko ist ja ursprünglich slawischen Ursprungs, glaube ich, ne? Der ist Litauer. Aus Vitebsk, Vitebsk-Gubernie. Genau. Rothkovic, und wenn du in den USA einreist, machen sie deinen Namen immer kurz natürlich, ne? Damit, ach, das kann doch kein Mensch aussprechen, Rothko, nicht Rothkovic. Ist wahrscheinlich ihm oder seinen Eltern passiert, aber er ist ein durch und durch New Yorker, der ist in New York aufgewachsen und seine Kunst hat sehr viel mit New York zu tun. Es gibt eine Stilrichtung, abstrakter Expressionismus. Das sind 50er Jahre New York und aus dieser Schule kommt Rothko. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Vertreter dieser abstrakten Expressionismus. Und nach meiner Einschätzung teilt sich Rothkos Kunst in drei Teile. Erste Zeit ist gegenständlich. Er hat auch gegenständlich gemalt, wo er noch nicht wusste, welche Richtung geht das. Das ist ja so ein bisschen Miro, vielleicht so ein bisschen Picasso auch, aber man sieht schon diese Felder. Selbst bei Körper sieht man schon Felder. Und aus kunsthistorischer Betrachtung kann man schon sehen, dass er diese Richtung irgendwann nehmen wird. Und er hat sehr viel mit, was ich gelesen und gesehen habe, mit New Yorker U-Bahn zu tun gehabt. Und damals war New Yorker U-Bahn sehr reduziert. Und aus dieser U-Bahn-Perspektiven, U-Bahn-Station, Metro, hat er dann diese Farbfelder irgendwann gemacht und sehr reduziert. Ne? Man denkt immer monochrome Malerei, Rosco ist aber nicht monochrom. Monochrom ist einfarbig, Rosco hat ja sehr viele Farben, das ist Farbfeldermalerei. Das ist erste Zeit, das ist eine gegenständliche Zeit. Zweite Zeit ist schon die Farbfelderzeit, das sind dann sehr, sehr kontrastreiche Farbfelder, sowas wie zum Beispiel hier, die sind ja noch hell, ja, sind noch sehr hell, sowas. Und die dritte Periode für mich ist, wo er sich ein bisschen einschließt. Er wird also seine Familie möchte das nicht hören, dass diese Bilder schon Selbstmord ankündigen. Die Familie sagt, es ist eher Versuch, innere Welten darzustellen, in die Tiefe zu gehen. Wenn du in die Tiefe gehst, dann hast du Dunkelheit um sich herum. Das ist so. Das weiß man jetzt nicht, was er damit gemeint hat, aber ich glaube, das ist, für mich ist das nicht depressiv. Also, ich habe sehr viele Workshops hier gemacht und tatsächlich der norddeutsche Mensch oder Nordeuropäer neigt sehr zu hellen Farben, hellen, bunten Farben. Südländer dagegen möchte mehr so dunkle Farben, weil er genug Licht hat dort. Weil man hier kein Licht hat, möchte man sehr helle Farben. Ich bin selbst Künstler, ich male sehr viel und manchmal habe ich auch schwarze Farbe. Und wenn man schwarze Farbe in den Bildern sieht, nein, sofort, ein Schrei ist da. Ich will kein Schwarz zu Hause haben. Ich sage, ja, Schwarz ist Tiefe, warum nicht? Weil Schwarz hat auch seine Bedeutung. Ne? Nee, ich will aber kein Schwarz, also ich will dann so helle Farben. Ne? So unterschiedlich sind Menschen weltweit. Also, jetzt könnt ihr schon mal so euch festlegen, in welche Richtung ihr gehen wollt. Sowas. Oder vielleicht ist ja sowas eher so die Mitte, dass man beides hat. Strahlende Farbe und dunkle Farbe. Ja? Aber das Wichtigste erstmal ist, dass ihr euch für eine Farbe entscheidet. Das heißt,
die eine Farbe ist ja diese Grundfarbe, was drunter ist. Da sind die Farbfelder drauf, aber drunter ist eine Farbe. Wenn wir jetzt zum Beispiel für Orange entscheiden, ne, dann kommt nicht Orange drauf. Natürlich drauf kommt ja ein anderes Feld. Aber erstmal wollen wir eine Farbe, so wie hier, guck mal. Das ist jetzt schlechter Ausdruck, aber das ist hier braun. Hier drumherum ist braun. Und auf braun kommen die zwei Felder, oder drei oder vier, je nachdem. Lasierung. Einmal trocknet, kommt, also dreimal werden wir lasieren. Eine Grundfarbe erstmal. Und setzen uns damit auseinander. Wir haben heute sehr, sehr langsame Malerei. Es hat nichts mit freier Malerei zu tun, es hat nichts mit Bildermalerei zu tun, es hat nichts mit Action Painting und ach toll. Es ist eine sehr, sehr, sehr tiefe Stimmung notwendig dafür und wir werden uns sehr viel mit Farben auseinandersetzen. Also entscheidet euch für eure Farbe. Was ist jetzt eure Farbe? Es kann dunkel sein, es kann hell. Also wenn ihr für dunkle Farben entscheidet, was dann drauf kommt, wird hell sein. Oder umgekehrt, für hell, dann kommt ja was Dunkles drauf. Weil Kontraste sind schon wichtig. Oder sowas. Okay, kann ich jetzt so durchgeben? Sind wir dann insgesamt zweifarbig? Oder weil er hat ja oben drauf noch mehr? Nein, wir werden noch, erstmal ist mir wichtig, dass er erstmal eine Farbe, genau. Und danach komme ich zu den Feldern. Ja. Weil er hat auch so gemacht, erstmal ist die eine Farbe wichtig. Und ich möchte jetzt alles im Voraus sagen, erstmal bitte euch für eine Farbe entscheiden, was mit euren tiefsten Inneren zu tun hat. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Farbe, was mit eurem Leben irgendwie zu tun hat und womit ihr euch identifiziert, was eure Farbe ist, aber nicht, weil jetzt Couch das braucht, bitte euch da drum wirklich. Weil das ist tatsächlich, man denkt immer, dass diese Bilder sehr einfach sind. Die sind auch einfach, wenn wir einfach malen. Weil Rotor entfaltet sich im Original. Die Fotos werden nie was aussagen. Man muss Rotko sehen und wenn man sieht, die richtige Bilder, also Original, da sieht man die Tiefe. Und diese Tiefe erreicht man durch Lasieren. Deswegen werden wir ganz dünne Farbe oft lasieren, bis wir die Tiefe erreichen. Mit der Farbe auseinandergesetzt. Jetzt ist die Frage, wie wir die Felder aufbauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich werde jetzt die Felder zeichnen und dann könnt ihr gucken, passt das zu meinem Bild oder nicht. Also stellt euch vor, das ist jetzt euer Bild. Wenn da jetzt Farbe wäre, das ist jetzt eure Leinwand. Die müssen nicht so genau sein, ne? Um Gottes Willen, keine genauen Felder machen. Macht man erst einen Rahmen und malt es dann aus, oder ist das unterschiedlich? Das weiß ich noch nicht, okay. Also, habe ich jetzt nicht gesehen, bevor wir das gemacht haben. Wir gucken, wie hey, okay, natürlich ist dann erst, ja, okay. Also sowas, das sind jetzt zwei Felder, oben groß, unten klein. Wenn man es möchte, kann man noch dazwischen noch ein völlig anderes Feld reinmalen. So was. Also, jetzt zum Beispiel bei Grau würde Gelb, Orange, Pink. So was, das wäre so eine farbenfrohe Variante, ne? als Idee. Oder drei völlig gleiche Felder, die gleiche Größe haben. So was. Und jetzt kommen wir zu eurem. Ich persönlich würde zu viele Felder bei euch, genau. Ich stelle mir sowas vor. Also ich zeichne das.
Nicht? Also ich, ähnlich. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ich wollte fragen. Das könnt ihr auch machen. Das ist ja nicht für euch beide. Aber die Kanten werden nicht so gerade sein. Ne? Das manchmal geht so, manchmal so. Ne? Sowas. Und hinterher, wenn wir die Felder haben, damit ihr wisst, was danach noch kommt, hier kann man noch mit einer Farbe aufhellen, mit Weiß zum Beispiel. Hier noch aufhellen. Oder hier, das hat Rollo, hier sieht man das leider nicht. Man kann diese Farbe hier noch, hier so unten aufhellen, die dunkle Farbe noch ein bisschen aufhellen, mit lila oder vielleicht pink oder irgendwas, aber auf diese Weise, ne? Nicht so hart. Sowas, und hier noch auffällen und hier noch auffällen, dass gewisse Tiefe entsteht, dass es hier in die Weite geht. Das sind die kleinen Nuancen bei Rothko, die nimmt man wahr, wenn man im Museum ist. In Büchern und bei solchen wenig. Deswegen ist es wichtig, dass man Rothko wirklich im Museum sieht, die Originale. Ne? Weil die kleinen Nuancen sieht man leider. Jetzt würde ich Bild für Bild gehen und euch beraten, beziehungsweise sagt ihr Bescheid, was ihr wollt, dass wir zusammen entscheiden, welche Felder wir da reinmalen. Okay? Habt ihr verstanden alles? In der Mitte glaube ich lila, geht das? Sag mir erstmal, wie du aufteilst. Ach so, ja. Ein großes oder drei, das musst du jetzt selbst entscheiden. Ein großes hier und ein kleines, dass dazwischen noch Platz ist. Ne? Und die Farben? Gelb und lila. Gelb und lila. Okay. Nochmal, ich auch ganz länglich. Ja, okay. Lila? Okay. Zwei verschiedene, ne? Nee, ich denke eine Farbe. Eine Farbe. Sonst wird es zu viel. Sonst wird es zu viel, ja. Genau. Finde ich gut. Aber hier sind ja eigentlich drei. Ne? Das ist, die Farbe ist das hier. Dann kommt ja noch das und dann das. Dann haben wir den Rahmen nicht. Ne? Oder du kannst ja Rahmen später noch machen. Den würde ich dann in einem Blauton machen. Okay. Also blau. Davon, wenn wir jetzt die Mitte ein bisschen aufhellen. Ich ist okay? Ist schon gut. Perfekt. Also, wir hellen jetzt die Mitte auf. Und zwar so wie bei anderen. Ja, so, dass wir irgendwann aufhören. Ne? So. So, ein bisschen raus, nicht zu raus. Okay? Genau, das bringt Licht und das ist sehr wichtig bei Rothko, damit es nicht so primitiv drei Felder und fertig aussehen. Ne? Bisschen mehr. Also das ist hier mehr, aber wir verteilen das. Wir verteilen das mittig und dann kommen wir so ein bisschen raus hier. Hier auch, so raus. Und das bringt ungeheure Tiefe und Lebendigkeit ins Bild. Das ist die Farbe, ne? Darf ich jetzt da reingehen, so wie da? Okay. Das hätte ich schon was gemacht. Also eigentlich reicht das jetzt für ganzes Feld. Für ganzes Feld. Sehr zu viel. Bitte Pinsel. Und hier passt man auf, dass man nicht zu sehr reinkommt. Rauskommt. Erstmal so verteilen. Das ist schon ein enormer Unterschied. Dann einfach so. So hat der Meister auch gearbeitet. So, gucken. Ja, mit was. Und wie weit würdest du zum Rand gehen? Ah, so. Ich mache jetzt einen Rand hier. Und so machst du dann woanders auch.
Hier nochmal. Es muss nicht so genau sein. Er hat auch hier mehr Kuchen bei seinen Bildern. Auch nicht so. Guck mal hier zum Beispiel. Ne? Hat er auch keine richtige Kante. Ne? Man kann auch weiß, mit Weiß aufhellen. Ja, das wollte ich bei dem anderen machen. Kann man ja machen, ja. Das kann man noch weiter aufhellen. Man muss gucken, wie es passt. Es passt nicht immer. Mhm. Ja? Man muss ja gucken, immer neu versuchen. Ja? Wir machen eine sehr riskante Operation. Es kann sein, dass wir das Bild retten. Es ist nicht zu retten, es ist gut. Oder es kann sein, Finito. Oh, bei dir. Das war das. Hast du Mut dazu? Ja, mach ihn das. Sehr gut. Genau, das heißt, weiß. nicht so, sondern wenig. Ja, so. Geil. Nein, das ist ein bisschen mehr. Keine Bewertung noch, bitte keine Bewertung. Entschuldigung. So wie ein Schleier soll es sein, ne? so wie Nebel. Das macht so ein bisschen runter, dann wieder hoch. So. Ja, Begeisterung sieht anders aus, aber ich mag es trotzdem. Hier genauso. Und keine Angst, es muss nicht gerade und genau sein. Ne? Er hat ja solche Sachen sehr unregelmäßig gemacht. Was würdest du jetzt um eine Farbfelder? Das ist jetzt die Frage. Das, oder erstmal nur ums Blaue noch? Zwei, vielleicht zwei. Genau. Mhm. Zwei und hier noch so und da noch. Und ganz zum Schluss kommt hier noch so ein bisschen. Dann ist es fertig. Kann ich hier weiß rüber machen. Genau, so ein Rand hier und erstmal hier so lassen, gucken, was passiert. Ne? Also nur den Rand. Okay. So einen scheckigen Rand. Ja, ne? Ja, okay. Da kann man nichts falsch machen. Kannst du ein bisschen mehr reinkommen, ein bisschen weniger, einfach so wie hier. Ne?